Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, das letzte Mal haben wir ganz am Schluss versucht, uns hier über diese Schlucht zu hangeln und wurden dann gleich angegriffen, weswegen ich jetzt wohl für die bessere Idee halte, nicht über diese Schlucht zu gehen, sondern entweder gehen wir hier oben, war hier oben nicht irgendwo ein Tor? Sure. Genau, durch das Tor hier. Oder wir gehen hier unten durch das Tor hier. Das ist jetzt die gute Frage. Nein, durch das Tor können wir leider nicht gehen. Und ja, unser Ziel ist es, die Anführerin der Löwenreißzähne oder die Löwin oder wie auch immer aus ihrem Schlund zu holen, damit sie gegen den neuen Kontrahenten antreten kann. Das will nämlich Galloway von uns. Nachdem wir ja die Sache mit Rimgrand vermasselt haben, sozusagen, indem wir einfach die Elfen ins weiße Nichts gelassen haben, sollten wir gucken, dass wir genau, hier die alte Königin und der neue König. Dass wir uns um diese Quest hier eher bemühen. Natürlich haben wir noch zwei andere. Okay, die Löwenstammesangehörigen sind uns schon mal nicht gut gesonnen. Und haben Kätzchen dabei. Wow. Und die Musik ist gerade etwas laut. Bei mir so. Jetzt ist es besser. Okay. Der Löwenstammesangehörige kämpft mit einer Fernkampfwaffe. Oh, der ist ein Druide. Er war ein Druide. Edda, wo wolltest du gerade hinrennen? Okay, da würde es nach oben gehen. Wollen wir hoch? Bezirk Altlied, da geht's raus. Okay, gehen wir mal raus, gucken wir, wo wir rauskommen. Das finde ich jetzt nämlich gar kein bisschen komisch, dass wir einfach mal so durch eine verschlossene Tür müssen mit einem Schlüssel, nur um dann rausgehen zu können. Also entweder kommen wir an einen besonderen Ort. Oder das Spiel trollt uns. Ach ja, okay. Wir landen hier. Hinter Galloway's, wie heißt das Ding? Ja, Galloway's Schlund, genau. Hat sich ja voll gelohnt. Aber gut, wir wissen schon mal, dass es das Spiel nicht getrollt hat, weil da konnten wir nicht ohne weiteres reingehen. Ah, noch mehr Kätzchen. Katzenrudel. Und Adolf kann ruhig mal die Schosse raushauen. Kann ich Alof eigentlich seine KI mal verändern? Klassenschaden, Maskenkontrolle, Zauberschwert. Schaden. Nö.
sacken wir mal alles ein. Das können wir verkaufen, auch wenn wir... Naja, doch, wir können Geld immer gebrauchen. Au. Ah, raus aus dem blöden Sapsche. Obwohl, das sind, glaube ich, nur diese bindenden Wurzeln, die verlangsamen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Steady does it. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Geheimnis verborgen ist. Schaut bis jetzt nicht so aus. Nein, aber noch eine Falle. Das ist ja Hagrims Spezialität. Jawohl. Und jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Ja, ich denke mal, hier hätten wir einfach... Ja. Wenn wir den Schlüssel nicht bekommen hätten, hätten wir da drüber können. Das ist nicht so gut. Na, 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 na. KI aus. Jetzt können wir die KI wieder anmachen. Okay, die Stalkier-Heidis, die sterben ziemlich schnell. Also die Droiden. Wie auch immer der uns entdeckt hat. Nett war es nicht gerade. Und jetzt sind wir eigentlich hier. Können die uns irgendwie wittern? Da wäre ein Hebel, um das Tor aufzumachen. Und ich habe das Gefühl, wir gehen in die falsche Richtung. Und irgendwie sind die Kämpfe hier gerade zu leicht. Na ja, gut, die sind auch nicht wirklich gut ausgerüstet, muss ich ehrlich sagen. Finished. Okay. Nice and quiet. Ich habe so das Gefühl, wir müssen eher darum gehen. Chaosfüße-Falle, ah ja. Falle. Worth a look. Starren des Atragan-Falle, okay. Mhm. Ah ja, Lebfeinde, okay. Wow. Hier kommt diesmal ordentlich Gegner. Oh, da ist ein älterer Löwe dabei, hm? Gewesen. Also an der Ausdauer macht das, also an den Lebenspunkten macht das bis jetzt nicht gerade viel Schaden. Was ist da? Oh, da ist eine Falle. Und Itomak tappt fast rein. Ich kann dir die Falle nicht entschärfen. Nee. Ein dickes Gewirr messerscharfer Dorn und Angen überwuchert diesen Gang. Die grüne Mauer scheint sich zu bewegen, fast als würde sie atmen. Dicke Seile aus Ranken zucken und winden sich mit leisen Blätterachseln. Okay. Gehen wir erstmal weg davon. Gucken wir uns hier den Rest an, aber hier ist nichts mehr.
Dann bleibt uns wirklich keine große Wahl, als da durchzuklettern, hä? Okay. Die Ranken untersuchen. Durch die Lücke, in der sich windende Vegetation, siehst du immer wieder kurz einen Raum, offenbar eine große runde Kammer. Gelegentlich siehst du gelbbraunes Fell und das Rascheln der Ranken wird immer wieder kurz durch ein tiefes Knurren übertönt. Versuch durch die lebenden Wurzeln zu schleichen. Du passt einen kurzen Moment ab, indem zwei Ranken sich in entgegengesetzte Richtung bewegen und einen Pfad freigeben. Du trittst vorsichtig vorwärts. Du kommst zunächst gut voran und bewegst dich vorsichtig um das Netz aus Pflanzen herum. Noch am halben Wege tritt Allot auf einen trockenen toten Ast und deine Ranke schießt plötzlich mit unnatürlicher Geschwindigkeit nach vorne. Die Ranken winden sich gnadenlos um das Bein von Allof und der darauffolgende Kampf lässt die Vegetation erzittern und heftig raschen. Endlich reißt Allof sich los und hinkt das letzte Stück aus dem Pflanzengewirr heraus. Du trittst heraus in den nächsten Raum. Okay, Allof ist... Achso, jetzt sind alle müde, aber Allof ist nicht weiter verletzt. Okay. Können wir jetzt in Ruhe mit euch reden? Mit dir da. Irene, sie, eine Elfe fängt dich ab, als du weitergehst. Hinter ihr liegt die größte Löwin, die du je gesehen hast. Eine Bestie mit Zähnen so lang wie Tranchiermesser. Die Frau versteht dir den Weg zur Löwin. Sie scheint keinerlei Angst vor dem Monster zu haben. Das ist Sulzreich, Estramor. Sie wird es nicht verlassen, weder für Orinus noch für einen anderen Herausforderer. Was tust du hier bei Sul? Sie blickt die Löwin mit einer Mischung aus Zuneigung und Bewunderung an. Ich verteidige den rechtmäßigen Meister von Galloways Rachen. Die Anhänger von Orinus möchten sie ersetzen gegen einen Bären, der nicht stark genug ist, um zu kommen und das Revier selbst zu erobern. Warum weigert sich so gegen Orinus zu kämpfen? Orinus darf sie gerne hier bekämpfen, wie viele Herausforderer vor ihm. Die Unterstützer des Bären wollen, dass Sul ihre Höhle verlässt und ihm frei kämpft, wo er einen Vorteil hat. Aber warum sollte sie das tun? Wenn Sul hier einen Vorteil hat, dann ist es ein Vorteil, den sie sich verdient hat. Würde jemand fordern, die Klauen des Bären stumpf zu schleifen, um für Ausgeglichenheit zu sorgen? Der Fürst der Jagd vielleicht beide einzigartige Vorteile. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob einige davon mehr wert sind als andere. Die Löwe knurrt tief und die sie lächelt. Außerdem hat Sul vor kurzem Junge geboren. Noch sind sie klein, aber wenn sie ausgewachsen sind, sind sie mächtiger als Sul und Orinus zusammen. Wenn Sul aber im Kampf getötet wird, wird der Bär ihre Jungen in Stücke reißen. Das ist der Lauf der Wildnis. Ihr Vermächtnis ist zu wertvoll, um so zu enden. Wenn wir wirklich die mächtigsten Bestien im Rachen wollen, dann müssen wir ihre Jungen heranwachsen dürfen. Das stimmt allerdings. Wobei ich Bären eigentlich eher mag als Löwen, muss ich zugeben. Ich habe aber auch nichts gegen Löwen. Aber irgendwie stimmt es schon, es ist feige zu behaupten von einem Bären, dass er sich nicht hier reintraut und sie ja selber herausfordert. Also kümmere ich mich um Orinus. Gut, dieser Bär ist nicht ganz sicher so stark, wie einen und seine Anhänger glauben. Wenn jemand beweisen könnte, wie einfach sich dieser Bär töten lässt, dann würde das ihnen ihre Illusion nehmen. Ist das da? Okay. Das da ist wohl Orinus. Einen, da kommt er. Okay, wir hätten uns auch hier durchkämpfen können. Hm. Oh, Pilze. Und hier können wir einfach drum herum laufen. Und eine Falle finden. Falle ist entschärft. Hier können wir einfach aufmachen und nachher wieder rausgehen. Gut, das heißt, großer böser Bär. Und das sind wirklich richtige Löwen und Bären, keine Krieger. Okay. Auch gut. Nein, Haglum geht nicht alleine vor. Und dann sollte die ganze Truppe gehen. So.
Einden, Orenus, okay. Ja, ihr seid die Unruhestifter hier, Einden. Drei Schwammesangehörige und drei Bären. Hm? Einden seufzt und tritt die Axt mit seinen Händen. Zu viel gewartet, es muss etwas passieren, bald. Orenus ist nicht der rechtmäßige Meister. Wenn du auf der Seite dieser toothless old bag of bones, dann stehst du in meinem Weg. Wenn du auf der Seite dieses zahnlosen alten Kochengriffes stehst, da stehst du mir im Weg. Hebt seine Axt hoch, der Bär knurrt. Ein fähiger Jäger würde sich seinen eigenen Vorteil schaffen. Warum hat Orenus das nicht getan? Bin kratzt sich an seinem Windart. Du sprichst wahre Worte. In meiner Begierde, einen neuen Meister zu sehen, habe ich meine Augen übersehen, was seine erkannt haben. Er nickt und seufzt. Wenn Orenus der wahre Meister ist, wird er triumphieren, obwohl er im Nachteil ist. Genau wie Sul es immer getan hat. Dann überlasse ich Orenus seinem Schicksal.